Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, heute mal wieder ein kleines Laber-Video. Und zwar wurde ich getaggt von dem Max Günther. Seinen Kanal verlinke ich euch mal unten drunter. Und zwar für die Tagging-Runde vom Christoph von Schnorris58. Und der hat dazu aufgerufen, mal zu erklären, nach welchen Kriterien wir unsere Messer aussuchen. Beziehungsweise nach welchen Kriterien wir unsere Messer kaufen. Ja, ich mache da zwei Unterschiede oder mache da ja, ich kaufe zwei Unterschiede. Ich habe zwei unterschiedliche Arten, wie ich Messer kaufe. Zum einen ist es, geht es um Gebrauchsmesser, die ich halt für irgendwelche Outdoor-Aktivitäten brauche. Ja, die ich halt nutzen möchte oder wie zum Beispiel mein EDC-Messer, das EK Sweda 8. Da kaufe ich dieses Messer nach seiner Nutzbarkeit und erst im zweiten Aspekt nach seinen optischen Eigenschaften. Gut, beim EDC-Messer ist es was anderes, da wollte ich schon was Schönes haben, hier mit dem schicken Holzgriff. Ja, das sind so die eine Kategorie und das sind halt auch meistens dann, bis halt wie gesagt auch das EDC hier auch Fixblades, weil ich finde draußen machen Folder wenig Sinn, so als Backup vielleicht, aber ja, ansonsten gibt es immer noch die andere Art von Messer, die ich kaufe, und das ist ja die Messersucht. Ne? Wenn man, viele von euch kennen das bestimmt. Man kauft einfach irgendwie Messer, die man einfach nur optisch genial findet. Tut man erst im zweiten oder ja, im zweiten Schritt dann eher auf die Nutzbarkeit achtet. Das sind bei mir in dem Fall Folder. Also das ist ziemlich witzig. Das geht da so relativ auseinander. Sprich die Use-Messer oder die Messer, die ich benutze, das sind halt meistens Fixblade und die zum Rumspielen und ja, zum Sammeln, das sind dann irgendwie meistens Folder. Ja, also und da kann ich auch schon mal direkt die Frage beantworten. Was man halt präferiert, je nachdem ist halt damit die Antwort. Und ja, sonst ist mir halt meistens immer das Preis-Leistungs-Verhältnis relativ wichtig. Ich kaufe ungern einfach irgendwelche Namen. Das weiß ich nicht, es liegt einfach nicht in meiner Natur. Ich kaufe einfach nur lieber das, was auch wirklich was hermacht vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Deswegen liegen hier auch relativ viele China-Folder, eigentlich alle, besser gesagt. Bis auf das EK Sweda 8. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Natürlich muss ich auch noch jemanden taggen. Ich tagge den Dennis von Fuwa Forest und den Stefan 123321. Das sind zwei ja, richtige Messer-Nerds, kann ich mal so sagen. Also, die haben so viele Messer gekauft und präsentiert. Da würde mich doch wirklich mal interessieren, was dann deren Hintergrund bei diesen ganzen Messergeschichten ist. Und zu guter Letzt tagge ich den Christoph von Schnorris58. Der hat zwar zu dieser Tagging-Runde aufgerufen, aber selber überhaupt nicht die Fragen beantwortet. Christoph, wenn du das siehst, ne, ich bin gespannt. Mach was draus. So Leute, das war's. Bis zum nächsten Mal. Cheers.